Jeden Tag eine neue Aufgabe, ein neues Detail. Wir verkleinern es mit Blech. Einen schönen guten Morgen, Andi. Herzlich willkommen im Hauptquartier von der Digitalisierung in der Blechbearbeitung. Ein Überfall. Guten Morgen. Alles gut bei dir? Eigentlich verstehe ich ein bisschen Schweizerdeutsch, sonst hätte ich das mit der Digitalisierung und dem Hauptquartier der Sprenger nicht verstanden. Aber ja, alles gut. Perfekt. Bei dir auch. Schön, dass ich hier sein kann. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ein spannender Tag. Super. Wow. Ja, wir sind Sprenger von Beruf. Lauf rasch, nah genannt. Mit dem Hammer in der Hand. Natürlich den Blechrand. Egal ob Sonne oder Schnee. Die liebe Rita. Der liebe Jeremy, die fünfte Generation. Der liebe Jeremy, nicht vergessen. Der liebe, ja, er kann auch. Also es wird dann alles gesendet, gell? Steinach und Kaminhaube. Pultdach oder Gaube. Blenden und Schneefalls. Es hängt uns nie. Hallo da draußen, ich bin heute in der Schweiz, in Tegerwilen, bei der Gebrüder Spiegel AG. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass ich Fragen stellen kann. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Stanzen, Nippeln und Lasern. Und ich bin neugierig und frage dich jetzt bitte, Andrea, gleich zu Anfang. Warum müssen das Spengler wissen? Es ist natürlich immer eine Grundsatzfrage, wohin will der Spengler später mit dieser Maschine hin. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn man sich auch bei Gebrüder Spiegel im Showroom gut informiert, da wir eigentlich auch beides vertreiben und da gut beraten können. Das heißt, ihr habt Lasermaschinen hier zum Anschauen, zum Fühlen, Riechen, und Emotionen testen. Und Stanzmaschinen genauso. Genauso. Okay. Und vielleicht stellt ihr euch ganz kurz vor, was für Aufgaben habt ihr hier im Betrieb? Wenn ich gleich anfangen darf, ja, bitte. Ich bin zuständig, also ich bin auch im Außendienst, mache auch meine viele Kilometer im Jahr und berate und verkaufe dann die Maschinen und probiere auch noch zu schulen und alle, also den Spengler, so weit zu begleiten, dass er natürlich die Maschine optimal und vollumgänglich nutzen kann. Und das braucht Zeit und die nehme ich mir sehr gerne für unsere Kunden. Du hast dich spezialisiert dann speziell auf Laser- und Stanzmaschinen oder darf ich dich auch was zur Sickenmaschine fragen? Unbedingt. Also wir haben sehr, sehr viele verschiedene Hersteller im Sortiment und da können wir eigentlich grundsätzlich alles aus einer Hand beraten. Okay. Piaggio. Zu meiner Person kurz, ich bin Piaggio Cresta. Ich unterstütze Andrea gerne mit seinen Projekten vom internen Büro aus. Und helfe, wo ich kann, mit technischer Auswertung oder Abklärung mit Lieferanten und bin stets dann der Ansprechpartner, wenn es darum geht, um nach Auftragsvergabe dann die Maschine zu liefern. Okay. Und wen habe ich jetzt zu meiner Linken? Ja, ich bin der René Müller, mache den Verkauf ähnlich wie Andrea, aber Sparte tendenziell mehr Industrie und Stahlmetallbau, teilweise auch noch ein bisschen Ventilationssprenglereien. Und bei uns beginnt die Arbeit bei der Beratung, beim Kunden oder hier natürlich bei uns im Showroom. Uns ist es ein großes Anliegen, dass wir wirklich auf die Bedürfnisse eingehen können, das können wir mit unserem Programm. Und das hört dann auf bis nach der Lieferung, mit dem Kunden auch nachhinein in Kontakt bleiben, wenn irgendwelche Themen sind, weil wir haben es ja versprochen, was gehen soll, also sind wir auch der Ansprechpartner nachher noch nach dem Verkauf. Das ist dann uns ein großes Anliegen. Das heißt, wenn dann bei der Bedienung, beim täglichen Arbeiten Probleme auftauchen, seid ihr immer noch als Ansprechpartner und im Support erreichbar? Also
Meistens kommen die Kunden dann zu uns, weil wir es ja verkauft haben. Natürlich brauchen wir unter anderem die Unterstützung natürlich von Piaggio Cresta als Produktmanager. Aber wir haben auch bei uns intern natürlich eine eigene Serviceabteilung. Die ist natürlich auch wichtig, weil der Servicetechniker, der es dann installiert hat, macht meistens auch die Schulung. Also dort geht dann er tendenziell eher in die Tiefe. Aber der Kunde hätte eben gerne einen Ansprechpartner. Dann weiß er, wenn ich am André anrufe oder am René anrufe, dann können die was bewegen. Okay. Und das ist jetzt eine ganz gemeine Frage. Ich glaube, wir schaffen es gar nicht, die heute so zu beantworten. Der Spengler und das Loch im Blech, das kennt der von der Gießkanne, vom Brausekopf, das kennt der vom Lüftungsgitter am Draufanschluss. Und jetzt kommt ihr und sagt, Leute, ihr braucht Maschinen, die das richtig individuell machen, die das besäumt am Blech machen. Aber das ist ja nur an der Oberfläche gekratzt, was das Stanzen angeht. Also ihr habt mir hier einen Teil mitgebracht. Ich halte es mal gegen dein dunkles Hemd, dann sieht man es besser. Mhm. Das berühmte Loch im Blech ist einfach nicht mehr nur rund. Warum braucht ein Spengler sowas heute? Oder gibt es Feedbacks von den Kunden, die sagen, wie konnte das früher ohne gehen? Also ich sage es mal so, früher hatte man die Möglichkeiten und man ist einfach nie drüber hinausgegangen. Und heute hat man natürlich die Möglichkeit, individueller zu sein, um sich auch ein bisschen abzuheben von den Marktbegleitern und somit auch in einer Wiederholgenauigkeit die Sachen so zu rationell und kostengünstig zu fertigen. Aber was sind Sachen? Entschuldigung, ja, klar. Also also wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, dann erwischen sie mich oft, dass ich irgendwo die Nase in der Luft habe oder irgendwie was anstarre. Und dann sage ich, hey, Blech ist überall. Also es könnte sogar noch so weit gehen, dass man vorher sich nie gedacht hat, diese Kunden für sich zu gewinnen. Und ich sage mal, in der Fassade, genau so ein Teil. Eine Fassade, die man jetzt so gestalten kann. Das sieht aus wie gewoben. Ja, genau. Also es ist aber nur gestanzt und gepresst. Also okay. Das sieht so geflechtet aus und das ist jetzt auch so was Spezielles, wenn man natürlich die Architekten sicherlich dazu animieren kann, mit einem zu arbeiten. Das heißt, so etwas, gestanzt und gepresst, genau, ist eine Alternative oder eine Erweiterung des ganz normalen Lochbleches, wie man es früher kannte. Genau. Okay. Somit natürlich auch neue Anwendermöglichkeiten, zum Beispiel Design, Fassade, ich denke jetzt auch an Lampe, Schirm, Gitter. Decke, genau. Okay. Ja. Wo liegt jetzt der Unterschied in Richtung Laser? Ich meine, das ist ja schon hier so filigran und feinschichtig. Was kann ein Laser, was mit der Stanze jetzt nicht möglich wäre? Also grundsätzlich kann der Laser schneiden, was jetzt und gravieren. Also man kann auch gewisse Sachen eingravieren. Und was natürlich die Stanze auch noch kann, ist das Umformen. Ich weiß nicht, ob man es hier erkennt, aber sie ist nicht. Hier sieht man es vielleicht besser. Das sind die Umformungen, die natürlich eine Stanze machen kann und ein Laser nicht. Mhm. Das heißt, die Stanze geht auch in die dritte Dimension, man sieht es auch hier. Genau. Oder an dem Teil hier, sieht man auch ganz schön. Ja. Sehr viele Umformungen. So Anti-Rutsch-Möglichkeiten. Okay. Und der Laser ist mehr der Schnittkünstler. Genau, der natürlich die Konturen und vielleicht auch, ja, sag ich mal, von der Geschwindigkeit sich darlegt. Schneller als die Stanze? Ich würde schon, es kommt natürlich auch auf die Kilowatt an, auf die Stärken, aber da kann man zum Beispiel solche Formen natürlich ohne den Grat oder den Mikrosteg schneiden. Und da, ich darf es verraten, Zwinker, arbeitet ihr zusammen mit einem Fassadenhai an dem neuen Fassadendesign? Ja, genau, so ist es. Okay. Es soll sehr bissig werden, ja. Okay. Gut, wir haben Zaungäste, seht ihr da draußen jetzt noch nicht. Hallo Valentin, ich begrüße dich. Hey. Kommst du kurz zu uns? Schön, dich wiederzusehen. So reinschneiden kann. Hallo. 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 Hey. Ciao. Hi. Hallo. Servus. Hallo. Geht's dir gut? Sehr gut, ja. Sehr gut. Sehr gut. Das ist jetzt ein ganz gemeiner Überfall. Das ist der große Überfall. Wir haben mitten aus der Baustelle. Genau, mitten aus der Baustelle hier rein, ja. Ja.
ein gemeiner Überfall, aber du bist ja begeisterter Stanzanwender. Wann habe ich euch besucht? Das ist auch schon 2,5, 3 Jahre. Ja, also vor der Pandemie. Auf alle Fälle. Und immer noch begeistert dabei oder schon im nächsten Level? Nein, also ja, Label, weiß nicht, ob das Label sind, aber wir sind immer am Austesten neuer Dinge. Wir haben mittlerweile die Stanze ausgewechselt, also wir haben uns sehr vertieft damit befasst, ob jetzt Laser oder Stanzen, und Stanzen hat bei uns wieder überwogen. Wir haben die Stanze mittlerweile erneuert. Bist du eigentlich mit deiner Performance beim Stanzen für dich selber in deinem Betrieb soweit alles okay? Oder gehst du mit dieser Information auch raus zum Architekt und sagst, ich kann das und das besonders gut, weil ich stanzen kann? Nein, im Architekt sage ich, seit ich Spengler bin, seit 18 Jahren, wenn du zeichnen kannst, kann ich es dir auch herstellen. Okay. Der muss nicht wissen, wie ich das herstelle. Okay. Da bringe ich immer irgendwie was hin. Der Architekt, der hat bei mir immer das Bewusstsein, dass er alles, was er irgendwie zeichnen kann, bekommen kann. Das heißt, Kunde und Architekt will auch gar nicht so tief wissen, wie es funktioniert, den interessiert eher das fertige Ergebnis. Genau. Also, aber was ich feststelle, das habt ihr vorher auch kurz angesprochen, Andrea, wenn wir was haben, dann können wir vertieft, oder ja, dann geht es noch besser. Oder vorher habe ich dem Architekt gesagt, geht schon. Aber hatte dann schlaflose Nächte. Oder ich telefonate am nächsten Tag, hey, ich brauche was. Dann suchst du dir Partner. Und wenn du die Maschinen hast, dann kannst du vielleicht einmal besser schlafen, weil du weißt, es geht dann schon nicht. Okay. Und die schier unendlichen Möglichkeiten mit dieser Technologie, hast du die schon inzwischen stärker ausgenutzt? Machst du immer mehr? Also wenn ich auf sowas sehe, das geht in Richtung Scharnier, das geht in Richtung dritte Dimension, wendest du sowas schon an oder ist es eher immer noch mehr oder weniger das berühmte Loch im Blech? Genau, also wir wenden das eigentlich zurzeit weniger an, weil wir mit dem anderen relativ stark beschäftigt sind. Mhm. Und bei uns ist eigentlich der Hauptcredo ist das Alltagsblech, die Alltagsgärung, die Gärungen. Alles, was bis jetzt mühsam auf der Baustelle mit der Schere gemacht werden musste, das bringen wir komplett alles über die Stanze. Bei uns ist das große Plus, ist, dass wir also wirklich alle Bleche, die wir im Alltag brauchen, Mauerabdeckung, Deckstreifen etc., wirklich alles über die Stanze laufen lassen. Wir warten nicht, bis wir solche Aufträge haben, sondern meine Stanze muss morgens um 7 starten und am Abend um 5 sollte die heiß sein, glühen, okay. Die Bleche raus sein. Die muss Musik machen den ganzen Tag. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Beispiel eine Mauerabdeckung, eine Attika-Abdeckung, die wird bei dir an der Gärung vorher schon geschnitten, bevor sie überhaupt erst gebogen wird. Ganz genau. Okay. Das sind dann die wirklichen Zeitersparnisse. Da kannst du dann wirklich Geld verdienen oder nicht ausgeben oder mit deinen Leuten mehr machen. Ja. Also wir haben festgestellt in den letzten 3 Jahren, dass wir immer mit derselben Personen der Umsatz einfach vergrößern können. Okay. Wow. Und in den Überlängen, die du dir auch immer gewünscht hast, das ist natürlich auch ein Plus, dass man da fast bis 10 Meter bearbeiten kann. Super. Ich würde noch gerne kurz ergänzen, ihr habt ja auch eine CNC-Stanzmaschine. Ist ja jetzt nicht die. Das weißt ganz du besser als ich. Meine ja, das heißt, man traut sich auch an so eine Art von Steuerung ran. Klar, ich habe vielleicht nicht alle komplexe Fertigungstechniken hier, aber trotzdem traut man sich an die Technik ran und es ist bewältigbar. Genau. Ja. Also das macht bei uns kein Zauberer und auch kein CNC-Künstler, und das muss auch nicht ich machen, das macht bei uns jeder Spengler. Ja, das heißt, mit Bendex direkt übers Template, mit Fingerdruck innerhalb von 3 Minuten anstelle einer Stunde, um es in den Worten von Ricci zu sagen. Also das braucht kein CAD. CAD ist vom vorgestern. Ja, eigentlich brauchst du ein Programm, das dieselbe Sprache spricht wie deine Leute, dann kannst du am Schluss der Schnupperlehrling anwenden. Ich glaube, es ist Zeit, mal wieder bei dir vorbeizugucken. Da hat sich offensichtlich in 3 Jahren richtig viel getan. Euch danke ich. Ja, zu danken. Und ich freue mich aufs nächste Video. Das machen wir nachher. Jeden Tag eine neue Aufgabe. Ein neues Detail. Wir verkleinern. Blech.
deiner Ideen. Ich finde das tot. Ja, wir sind Spengler von Beruf, Lauf Raschner genannt, mit dem Hammer in der Hand. Natürlich den Blechrand, egal ob Sonne oder Schnee, das macht uns gar nichts aus. Ob an Dach und an Fassade, biegen wir jede Sache gerade. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie das ganze Spektrum ist. Wir haben den größten Teil, sind Individuen, das sind Lohnfertigung, die können wir nicht sagen, ich habe nur diese rechteckorientierte Teil und diese. Sondern der möchte heute sehr flexibel sein. Und der Luigi hat was Schönes gesagt, der Bühler beobachte ich sehr gut im LinkedIn. Wahnsinn. Und der hat natürlich sein Tätigkeitsfeld als Spengler mit dem Laser komplett massiv geöffnet. Der kann, genau was heute Luigi gesagt hat, sehr kreative Teile anbieten, die er vorher gar nicht gemacht hat. Also ich sage mal natürlich, gerade mit dem Seelaser, ist es grundsätzlich viel einfacher, den Bediener relativ schnell fit zu machen. Der Spengler-Flaschner-Klemmer oder Abberuf mit Pfiff. Verschiedene Ideen, ich finde das trifft. Ja, wir sind Spengler von Beruf. Hey Andi, du siehst zufrieden, aber ein bisschen erschöpft aus. Das bin ich, ja, in der Tat. Du bist ein Schlawiner, gell? Und du bist auch nicht schlecht. Aber ich denke, wir hatten Spaß. Wir haben ein Fundament gelegt. Ja. Und viel Futter zum Nachdenken. Und ich denke, da wird sich noch was ganz Spannendes entwickeln. Und ich glaube, so spannend, dass es wirklich unabhängig von den Betriebsgrößen, von den Ansprüchen schon für den Lehrling nutzbringend ist. Kleine Revolution im Spenglerhandwerk, es ist zu frech. Nein, genau richtig. Und vor allem auch für kleine und mittlere Spenglereien wird das ganz spannend und es wird Spaß machen. Weiter so. Bleibt dran. Mit dem Hammer Ciao. In der Hand, natürlich den Blechrand. Egal ob Sonne oder Schnee, das macht uns gar nichts aus. Ob an Dach und an Fassade, biegen wir jede Sache.